Herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital natürlich. Wir befinden uns hier auf dem Weg zu 30 D-Neben. Bin echt am überlegen, ob wir hier von zweiten bauen sollen, weil der ist ständig überfüllt. Und hier da vorne die Clownerie ist ständig überfüllt, die da. Da warten ja auch ständig Leute. Gut, die wird gerade hier verbessert, aber... Man, wir haben ja auch genug Geld, um hier so ein bisschen... Meine Personalstimmung geht runter. Das ist natürlich nicht so toll. Kann man da vielleicht... Nein, ich wollte nicht beim Patienten gucken. Ich wollte beim Personal gucken. So. Einmal alle. Gehold berufen. Gehaltswünschen stattgeben. Ja, ne? So. Dann kriegen wir sie vielleicht ein bisschen zufriedener. Das wollte ich, das wollte ich. So, ich wähle jetzt. Kann ich noch was zukaufen? Wo waren das? Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. So, dann bauen wir noch ein Stück zu. Ja, ich weiß, dass die Kategorie völlig überfüllt ist. Kategorie, oh Mann. Und davon will ich auch gerne einen zweiten haben, von dem da. So, aber wäre das nicht einfacher, die Räume ein bisschen zu verschieben, dass ich die quasi alle auf einen Haufen habe? Dann müsste ich mal gucken. Wenn ich den verschiebe später ins neue Gebäude, genau wie den, und dann einfach einen zweiten daneben baue, wäre doch einfacher. Dann hätte man hier noch Platz für andere wichtige Dinge. Müsste mal gucken. Vielleicht wäre ja auch ein zweiter Pausenraum nicht so verkehrt. Ah, mal gucken, mal gucken. So, Beförderung, yo. So, 10 Mitarbeiter befördern wir erledigt. Mitarbeiter weiter ausbilden kriegen wir auch hin. Ist da die Ausbildung inzwischen fertig? Yo. Gut. Gustav, denn bitte. Jetzt ist es eigentlich völlig egal. Wir machen vielleicht mal ein bisschen mehr Psychiatrie. Schaden kann es nicht. Haben wir dann Ausbilder? Jo, nehmen wir ihn hier. Wir haben nur einen Teilnehmer. Mach nix. Auch nix. Mach nix. Hauptsache, wir kriegen es wurde ausgebildet. Na, noch nicht. Jetzt. Jetzt. Das ist mal eine doofe Ecke hier. So, jetzt muss man mal gucken, wie. Hast du hier überhaupt hin? Nee, ne? Aber echt eine doofe Ecke hier. Hier vielleicht zweimal Kardiologie hin. Und hier unten dachte ich vielleicht zweimal. Clown-Dingsbums, ob das passt? Ach, die Leute laufen ja so oder so überall hin, ne? Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Mal gucken, ob es geht. Man konnte irgendwie mal einen Raum kopieren, ne? Objekte kopieren, genau. So, die Tür wäre da. Aber doof. Ah, man kann es noch umbauen. Sehr schön. So, die Tür hätte ich mich gerne hier. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ja, jo, Moment, Moment. Nein, ich möchte das Zimmer nicht abbrechen. Ich möchte den da kopieren, genau. So, den stellen wir denn mal hier hin. Was habe ich denn da mit kopiert, sag mal? Ach, die Fenster. Die müssen natürlich weg, ne? Oder besser gesagt, hier vorne. So. Pflanzen benötigen Wasser. Juhu. Ehrlich gesagt, finde ich das schon fast einfacher, einen neuen Raum zu bauen, als zu kopieren. Aber gut. So, darin. Dann nehmen wir... ja, der Raum gefällt mir so, ehrlich gesagt, sowieso nicht. Du bleibst mal... Ne, du bleibst nicht hier stehen, weil ich will ihn gleich noch kleiner machen. Wenn es geht. Lass dich mal gucken. Du sollst hier nichts anbauen, du sollst ihn kleiner machen. Geht nicht, wa? Okay. Also heb er den ganzen Raum hoch. Weißt du was? Abbrechen. Wir bauen den einfach neu, das ist einfacher. Als bevor man sich hier so rumfriemelt. Beförderung, sehr schön, das hätten wir auch erledigt. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. So, dann baue ich hier eben auch schnell eine neue Kardiologie. Die haben wir da. Das ist mal eine ganz doofe Ecke hier unten, ehrlich gesagt. Ja, ich wollte eigentlich nicht größer als so haben, so können sie hier nämlich noch vorbeigehen. Hier denn die Tür hin. So,
So, hier zimmern wir den Fenster rein. Zack, zock. Ich passe natürlich nicht. Und da nochmal rein. So, der schöne Herzroserin. Wunderbar. Wandmonitor als Deko daneben. Wie passt nicht. Da passt. So, Aktenschrank natürlich. Zack. Ah, zwei sind auch okay. Jo, Abfalleimer sollte rein. Und natürlich ein Feuerlöscher für die wertvollen Gerätchen. Pflanze natürlich. Sehr schön. Und sollte man nicht vergessen. Booster. Aber jetzt will ich auch mal zur Abwechslung einen Sonic-Poster mal wieder. So. Trainingsgerüst, Boxsack, Waage. Die Waage hätte ich gerne. Die passt ja irgendwie gut rein. Die kann ich mal freikaufen. Zwar nur Deko, aber besser als nichts, ne? Sehr schön. Genau, haben wir hier nämlich noch eine Kardiologie. Denn ist ja auch nicht mal so eine Riesenschlange. Was haben wir da? Sehr gut, wir haben den Wunsch erfüllt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, naja gut, meine Personalstimmung geht langsam wieder hoch. Wunderbar. Krankenhausstufe 12 werden wir auch erreichen. Wunderbar, ist aus dem Preis verlangt. Besuch des Gesundheitsministers. Alles klar, komm vorbei. So, wie sieht's hier aus? Wir müssen noch zwei Leute ausbilden. So, da Teilnehmer 1, Teilnehmer 2, das passt doch. Dann nehmen wir Diagnostik. Jo, nehmen wir ihn mal. Und dann hauen wir da zwei Teilnehmer rein. Die beiden. Sehr schön. Costa. Dann haben wir das mir auch erledigt. Krankenhausstufe 11 kriegen wir auch hin. Wir bauen auf jeden Fall noch eine zweite Klonerei. Jo, die Frage ist, ob ich die hinkriege. Ich hätte aber auch gerne die beiden gerne auf einen Haufen, aber das ist egal jetzt. Dort egal jetzt. So, dann mal gucken, ob sie Post hier. Weil da ist immer so voll. Außen kommt das ja auch gerne mal als Notfall. Also die Zirkustherapie. Sehr schön, sehr schön. Hier hin. Oh, gleich, gleich, gleich. Erstmal die Fenster, meine Freunde. Erstmal die Fenster. So viel Zeug muss sein, du. Hier kommt ja auch gleich noch andere Sachen hin. So ist es nicht. Der Gesundheitsminister trifft ein. Ja, ja, soll er hier gucken? Erstmal der Deprimator, der muss so rum, ne? Ja, den stellen wir mal hier in die Ecke. Der ist so groß. Den quetschen wir hier einen Feuerlöscher in die Ecke. Wunderbar. Da kommt ja noch ein schönes Mülleimerchen hin. Und nicht vergessen, Pflanzen. Sehr, sehr wichtig. Auch vergessen. Nee. Gott sei Dank nicht. Aber komm, eine reicht hier. Wir bauen hier vorne gleich noch Pflanzen hin. So, Poster auf jeden Fall. Hier stehen da schon Leute. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Da kommt doch noch Deko. So. So, auf jeden Fall kriege ich, ich guck sofort. Ein Getränkeautomat, den klatschen wir direkt vor das Fenster. Und natürlich auch noch ein Snackautomat, den klatschen wir auf diese Seite. So, Mülleimer brauchen wir ja auch. Wir setzen hier einen neben. Zack, da passt eh keine Bank hin. Da setzen wir auch einen hin. Und der Rest wäre ein Binke. Zack, zack. So. Sehr schön, sehr schön. So, so, bin schon da. Notfall für die Station. 8 Patienten mit Monobraue. Oh, machen wir. Wer fördert? Station ein. Oh, Personalstimmung ist wieder perfekt. Siehst du mal? Wie sieht's denn aus mit der Station? In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Ja, jo, wird gleich kommen. Oh Mann, du. Na gut, Warteschlange ist hier nicht. Das ist schon mal was. Gut, hier können ja auch mehrere Leute auf einmal, ne? So, das kriegen wir hin. Da kommen die Notfallpatienten. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Beförderung. Du bist aber gut mit eurer Beförderung hier, du. Okay. So, Mitarbeiter werden auch ausgebildet. Das haben wir gleich. Und Krankenhausstufe kriegen wir auch hoch. Alles kein Problem. Da wählen wir jetzt einfach. Weil wir sowieso durch die neuen Räume brauchen auf jeden Fall einen neuen Arzt. Einen Holifizbeter. So, und wir brauchen auch einen Krankenpfleger. Auf jeden Fall. Komm, dann nehmen wir den Kimbu Portillo. Der Kimbu Portillo kann vieles. Sehr schön. Den ist die Problematik hier, ist er behoben.
Wie wär's mal mit Geisthausmeister, ja, ist bestimmt Spukgefahr, ja. So, ja, was machen die morgen Hausmeister hier? Ich habe genug mit Geisterjägerausbildung. Die rennt doch einfach dran vorbei. Interessiert sie nicht? Naja, zumindest wenn hier mehrere gleichzeitig behandelt. Der wartet doch echt, bis die Krankenschwester da ist, bis er sich hinlegt, ne? Was sagenhaft, du. Sag mal, ich hab hier so viele Hausmeister. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Jo. Wenn die Hausmeister sich mal um den Geister kümmern werden, wäre ich sehr dankbar. Wir haben genug Hausmeister und haben auch mehrere mit Geisterjägerausbildung. Also kümmert euch mal drum. Kommen wir hier. Isabelle Deppi, Krankenpfleger. Normalerweise gerade, die hab ich doch gerade erst eingestellt, Mensch. Und schon hat sie was zu motzen. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich die geniale Idee und musste auch drüber nachdenken. Was wäre, wenn wir Leute heilen würden? Heilen 20 Patienten hatten wir doch schon oft genug. Ich weiß nicht, was meine Hausmäuser da tun, aber... Ja, endlich! Ja, endlich! Das ist sehr schön. Fabische! So, ich meine, Notfallpatienten rennen hier noch eine ganze Ecke rum, aber die Station passen noch mehrere. So, Beförderung, ja. Schlimm mit den Leuten hier. Einer ist geheilt, einer. Hier muss unbedingt ein zweiter Krankenpfleger rein, ne? Damit das schneller geht. So können halt nicht alle Betten besetzt werden, ne? Das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Aber wie gesagt, wir haben es fast. Krankenhausstufe 12 dürfte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Personalstimmung geht schon wieder runter, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil mal wieder durch die Beförderung. Personal. Alle. Gehaltswünschen nachgeben? Nö, es gibt keine Gehaltswünsche. Alle Löhne plus 1%. Kann doch auch mal wieder eine... Ja, das kriegen wir hin. Dann kriegen wir alle schon wieder hin. Wahrscheinlich ein bisschen durch das Gegöbel hier. Update zu, nach seinem Besuch in unserem Krankenhaus hat Tarquin Fox folgende handgeschriebene Nachricht zukommen lassen. Ich habe mit Überraschung festgestellt, dass Sie recht gute Arbeit leisten. Mir ist nicht ganz klar, wie es dazu kommen konnte, also machen Sie einfach so weiter. Ah, ja, gut, siehst du mal. Kamst du mit dem Ruf? Sehr schön. Ah, gut, da sind 4 Notfallpatienten drin. Ah, gut. Ja, gut. Im Gange 6. Kriegen wir aber hin. Ich glaube, 7 Stück waren es insgesamt, ne? 2 sind schon geheilt. Mitarbeiterwunsch könnte ein bisschen schwierig werden. Apotheke ist auch schon wieder überfüllt, oder was? Oh ja. Da fällt mir was ein. Muss ich die beiden hier noch verbessern? Die habe ich ja neu gebaut. Jo. Noch eine Apotheke. Kriegen wir hin, oder? Hier so. Können sie gleich von da durchlaufen? Das ist wie so eine ganz merkwürdige, komische Ecke hier. Aber Apotheke, das kriegen wir hin. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, so geht das, ne? So kommen sie hier durch, oder? Ah, ist vielleicht ein bisschen zu schmal. Aber der ist auch so schmal. Ne, der ist bei der. Warte mal. Ein bisschen kleiner. Ach so, ja. Ah. Ja, so ist besser. So ist besser. Auf jeden Fall jetzt Tür. Die bauen wir denn jetzt hier so rein, oder? Ja, hier vorne können wir eh nichts mehr hinbauen. Obwohl eigentlich schon. Da kommen wir hin. Pflanzen benötigen Wasser. Joho, die Pflanzen machen sich schon, die machen sich schon. Hausmeister haben auch andere Sachen zu tun, als nur Blumen gießen. Dafür sind die Gärtner zuständig, wenn es die hier geben würde. Hätte ich hier sofort einen Gärtner. Und wenn denn jemand steht, ist der Gärtner schuld. Das kennen wir auch schon. Arzneuschrank mit abgelaufenen Medikamenten. Perfekt. Abfalleimer. Feuerlöscher kommt hier auch mit drin, aber bitte schon richtig rum. Doge. Auf jeden Fall Pflanzen. So, da noch eine Pflanze drin. Da noch. Hier auch noch. Poster kommt gleich, wenn wir mal was googeln. Desinfektionsspender, Klimaanlage, kleine Klimaanlage, Kaffeemaschine, Trinkbrunnen, Süßigkeitenspender. Okay, wie wär's mit Desinfektionsspender? Hier ist mal was anderes, ne? So.
Aber wir kommen jetzt noch hier so ein Sonic Poster an die Wand. Und ein Foto von Jasmin Odyssey an die Wand. Den reicht das aber auch. Wunderbar. Den hätten wir hier noch eine weitere Apothek. So, die Personalstimmung dürfte auch wieder hochgehen. Hoffe ich. So, das ist erledigt mit den Patienten. Sehr schön. Der Notfall sollte auch erledigt sein. Heile 20 Patienten. Ja, das haben wir gerade erledigt. Und hier 7 von 8 Patienten geheilt. Auch erledigt. Wunderbar. Das läuft doch wunderbar, muss ich sagen. Bis jetzt. Bis auf die Krankenhausstimmung. Das kriegen wir hoch. Wenn wir nur ein Zimmer bauen, dann haben wir Krankenhausstufe 12. Personalstimmung geht langsam hoch. Ist aber auch nicht so einfach hochzukriegen. Obwohl eigentlich hier alle siehst du. Gut, hier nicht, aber hier muss auch niemand warten. Ah, die Personalstimmung ist nicht so einfach hochzukriegen. Um die Personalstimmung zu verbessern, sollten deine Mitarbeiter nicht überarbeitet werden. Ihre Bedürfnisse befriedigen können, in einer angenehmen Umgebung arbeiten und Gehaltserhöhung, Beförderung und Weiterbildung erhalten. Klicke auf einen Mitarbeiter, um zu sehen, welche Faktoren seine Stimmung beeinflussen. Ja. Ah, wir sind aber auch schon bei 73%. Siehst du mal, es wird doch schon langsam besser. Du bist kein Mitarbeiter. Hier, komm mal her. Komm mal her. Du siehst doch super zufrieden, Mensch. Lustig, schlafmütig. Hey, ja. Und ab und zu mal Gehaltserhöhung gibt's hier ja, ne? Wir haben momentan keine Wünsche. Vielleicht sollte ich es ein weiteres Pausenzimmer geben oder so. Wir bitten alle ambulanten Patienten, sich ambulant zu entfernen. Was, echt jetzt? Okay. Ja, gut. Das weiß ich, Zimmer hier aber noch einen Pausenraum hin. Wir müssen so oder so noch ein Zimmer bauen, sonst kriegen wir das nicht auf 12. Hier, Düpferei, Dart, Pausenzimmer, doch. Wir haben ja nur so ein kleines da vorne. So. Frau Fensterin. Und dann sind sie glücklich. So, auf 73% haben wir die Zufriedenheit. Und es passen halt auch nicht allzu viele in ein Pausenzimmer, ne? So, dann machen wir mal die Couch-Lounge draus. Da eine Couch hin, da eine Couch hin, da eine Couch hin. Was stehst du hier? Das ist privat hier. Toter Patient auf dem Flur. Boah, was? Reinigung erforderlich, toter Patient auf dem Flur. Das ist, das ist makaber. So, auf jeden Fall kommt hier den erstmal ein Snackautomat in die Ecke. Das brauchen sie. Den brauchen wir noch, auch ein Getränkeautomat. Den zimmern wir denn hier hin. Zack. So, natürlich brauchen sie auch einen Abfalleimer. Das ist wichtig. Den stellen wir dann mal hier neben. Hier können wir auch noch einen nebenstellen. Ja gut, ich glaube nicht, dass sie hier unbedingt einen Feuerlöscher brauchen. Da wir den Pflanzen haben wir ja drin. Ja gut, wir stellen hier noch eine Pflanze in die Ecke. Wir stellen dort noch eine Pflanze. Der ist halt so in die Lange gezogen. So ein Schlauchlevel, da so ein Schlauchraum. So, eine Sonic-Statue. Warum nicht? Und natürlich ein paar Bronzen an die Wand. Wir wollen ja glückliche Mitarbeiter. Das geht mich schon wieder runter. Warum auch immer. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Umtöpfers gebeten. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Wahrscheinlich, weil sie nicht genug Pause kriegen, ja? So, hier kommt noch ein Teppich. Da kommt noch ein Teppich. Ich glaube, den haben. Was, guck mal, was wir hier noch so machen. Dartscheibe, Fernseher. Ja, warte mal, weil wir hier. Ja, weil wir hier die Couchen haben. Hier, nehmen Fernseher. Können Sie Fernseher gucken in Ihrer Pause? Gucke mal. Ja, da nochmal. Und hier nochmal. Das reicht jetzt. Nein, nicht abbrechen. So. Haben Sie da Ihr Luxus? Krankenhausstufe haben wir. So, um den Geist werden Sie sich hoffentlich kümmern. Naja, Weiterbildung so zählt halt auch dazu. Aber wie sich jetzt? War nicht alles wieder gut im Griff, ne? Wir sind so gut wie. So. War nicht mehr ganz so viel los hier. Wir machen gut Gewinn. Es lüft. Es lüft. Müssen wir bloß die Mitarbeiter wieder ein bisschen zufriedener kriegen. Aber das kriegen wir hin. Wir haben hier erstmal einen dicken Pausenraum. Ja. Der wird auch benutzt, wie es aussieht. Das kriegen wir hin. Den gucken wir noch einmal. Personal. Personal hier. Gibt es irgendwelche Gehaltsvorstellungen oder so? Jo. Bitte. Dann dürfen sie auch wieder zufriedener werden.
Ansonsten können wir sie natürlich halt auch nochmal weiterbilden. Gibt es da noch irgendwas? Blin. So, Psychiatrie zum Beispiel. Weitergebildet sind 5, Teilnehmer 3. Da sind weitergebildet 11, Teilnehmer 4. Wäre jetzt auch nicht zu viele auf einmal. Wir machen erstmal die Psychiatrie. So. Den nehmen wir ihn. Und wir haben 3 Teilnehmer, ne? Zack, zack, zack. Dürfte zwar wieder ein Problem werden mit den Ärzten jetzt. Nützt aber alles nichts. Die werden ja sonst nicht zufrieden, wenn wir sie nicht weiter ausbilden. Also, das muss. Schon, ja, baue größere Zimmer. Weiß ich. Aber danke. So, du hast gleich dein Zimmer nehmen. Kannst du doch Fernseher gucken. Jo, seien Sie stets aufmerksam. Nachwuchsschwester, Beförderung, BD. Was machst du da? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Mach Pause. Hast du doch ein Pausenzimmer, Lady. Dürfen alle nutzen. Ist Stufe 4 sogar. Angenehm. Wieso ist das nicht angenehm? Zimmerattraktivität ist so hoch, aber es ist nicht gerade angenehm. Was ist die Temperatur, ne? What? Wieso kotzt mein Mitarbeiter? Oh Mann. Mädel, die sind zu doof. Okay. Alleine ins Pausenzimmer zu laufen. Okay. Jetzt aber, ne? Ja, alles, was eben rauskam, muss natürlich wieder rein, ne? So, setz dich hin, guck Fernsehen. Ja, was zu trinken von mir ist auch noch. Das muss. Ah, jetzt sind sie zumindest wieder bei 73%. Das ist ja schlimm, wenn die nicht von alleine in den Pausenraum rennen, ne? Aber wie ist es bei ihr jetzt besser? So, Zufriedenheit 61%, das ist natürlich nicht allzu viel. Zustand, mangelhafte Hygiene, Schnupfen, muss aus Klo, voller Energie. Merkmale, unhygienisch. Ja, gut, aber ihre Zufriedenheit geht hoch. In Bereitschaft. Haben wir es, Raff? Haben wir es? Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Ich schätze der Krankenhausleiter an. 3 Sterne Krankenhaus. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sterne bewertet. Bei dieser Sache haben sie gezeigt, dass sich das Potenzial anderer Leute zum Vorschein bringen können. Wie Blut, das sie aus Stein pressen. Dieses Wunder müssen sie wiederholen, wenn sie das nochmal schaffen wollen. Alles klar. Den müssen wir jetzt weiter zum nächsten Level. Mehr als 3 Sterne gehen nicht. Das wiederum machen wir dann aber morgen, weil Freude sind am Ende. Vielen Dank. Bis zum Zuschauen. Bye, bye.